Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir befinden uns jetzt hier in einem verlassenen Stahlwerk. Was das gibt, das sehen wir uns jetzt an. Passt bitte auf, wo ihr hintretet, ja? Ich will nicht wissen, wie tief das noch runter geht. Hammer. Oben wächst ein Baum. Absoluter Hammer. Die ganzen Fußspuren hier überall. Oh, furchtbar. Kennst du das, wenn du einen so einen verpissten Stein unter dem Schuh hast? Oh, jetzt ist er weg. Das Ding hier ist einfach riesengroß, ey. Du weißt gar nicht, wo du hingehen sollst hier als erstes. Hammer. Oh, der ist leicht ausgebrannt, würde ich sagen. Alter. Hä? Hey. Alter. Geht das hoch? Heftig. Also, guck dir mal diese Trichter an da oben. Meine Fresse, sind da ein paar Apparate, ey. Was meinst du, was das hier für ein Staub ist? Hm? Ist auch nicht. Guck mal hier, ein altes Förderband. Meine Fresse. Keine Ahnung. Dann sollen wir da vom Turm hoch. Also ich wäre für den Turm, ne? Für den Turm, oder? Mal zurück. Oder hier runter. Gucken, wo es rausgeht. Ich denke. Obwohl. Da unten steht alles voller Wasser. Ich würde sagen, wir gehen hier zurück. Ey, hier zurück. Wir sind ja da hinten die Treppe hochgegangen. Da müssen wir hier wieder auf Null sein, theoretisch. Alter, ist das ein Riesenteil, ey. Hey, guck mal raus. Hast du das jetzt gesehen? Es war leck mich am Arsch. Ich brauch keinen Reifen, um hier rauszukommen. Ich gehe so. Hätte ich mich fast auf die Fresse gepackt hier. Junge. Da hoch? Meinst du, wir finden hier einen Weg? Was ist das hier? Ich glaube, das ist ein altes Gleis. Alter Gleisanschluss, weil guck mal hier. Hier tun wir rein. Boah, das stinkt hier, ey. Das glaubt kein Mensch. Also, wir befinden uns ja hier gerade in einem Stahlwerk. In der Eisenhütte oder wie sich das Ding nennt.
Das ist einfach so riesig. Du hast gar keinen Überblick hier. Du gehst hier irgendwo durch und du bist wieder ganz, ganz, ganz woanders. Und null Orientierung und null Anhaltspunkte. Ich bin gespannt, ob wir gleich den Ausgang wiederfinden. Weil jetzt wird es auch langsam dunkel. Und das ist nicht so nice. Mal sehen. Jetzt überqueren wir gerade die alten Gleise. Ja, dann schauen wir mal, ob wir da hochkommen. Ne? Geile Nummer, ey. Guck mal. Guck mal, wenn wir da so rüber gehen, guck mal, der Turm, die Treppen da gehen schon bis ganz oben hin. Hä? Hä? Ende? Scheiße. Da kommen wir hoch. Da drüben. Das Treppe ist noch ganz oben. Schauen wir mal. Das sollte klappen. Gehen wir mal rüber. Nee, ich war am Fuß. Alter, ich sehe nichts, Alter. Boah, lass mich doch los. Oh. Wo ist Alex? Alex? Das ist einfach so unglaublich krass, wie hoch wir hier sind. Krass. Hä? Links mal. Übel. Was ein Kick. Oh, geht noch ein paar Meter, ne? Schauen wir mal weiter. Ich melde mich dann, wenn ich oben bin. So, wir sind jetzt fast ganz oben. Hier geht eigentlich noch so eine Wendeltreppe hoch. Aber ich gehe da nicht hoch. Ich traue die Treppe nicht. Vor allen Dingen ist nichts da drunter. Wenn man mal durchbricht, dann ist man weg. Und so, die anderen Treppen, da ist wenigstens immer eine Etage drunter. Da passiert nichts. Wahnsinn. Wahnsinnsaussicht. Heftig. Heftig. Irgendwo da unten habe ich übrigens geparkt. Oh, hier nicht drauf treten.
Das da unten sind sogenannte Erzbunker. Hier ist der Stahl quasi mit so sogenannten Hunden heraufbefördert worden. Genau unter uns in den Brennkessel, kannst du sagen. Wahnsinn, Alter. Der Aufstieg hat sich gelohnt für die Aussicht. Richtig geil. Heftig. Also ich schätze mal so von der Höhe, sind wir bestimmt jetzt auf 80 Meter hier oben. Ne? 80 Meter kommt ungefähr hin. Das ist auf jeden Fall eine richtig geile Nummer. Guck nochmal, was ich hier auf der anderen Seite sehen kann. Richtig geil. Einfach richtig geil. Man muss sich alleine mal die Dimension hier von diesem Rohr angucken. Was jetzt mal Abgas ist. Also was hier verbrannt wurde, der Qualm, der dann halt abgezogen ist. Alleine das Rohr, schätze ich, hat einen Durchmesser von 3 Meter. Also absolut krasse Nummer. Und hier kann man sehen, wie das da runter geht. Ich kann hier leider kein Licht anmachen. Weil ich glaube, wenn wir hier entdeckt werden, dann haben wir eine richtige Arschkarte. So Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video hier oben. Wir können hier nämlich nicht so viel Licht machen, damit wir nicht gesehen werden. Ganz fettes, mieses Ding, hier kommen wir auf jeden Fall nochmal hin. Ich würde einfach sagen, für heute reicht, weil wir müssen auch nochmal heil hier wegkommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da, ein Like, ein Abo oder was auch immer, was ihr wollt. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Haut rein. Peace.